Warum du noch keine 30.000 Euro im Monat machst, das, was dich aktuell davon abhält und wie du es wirklich schaffst, das erfährst du jetzt. Zuallererst muss ich dir mal sagen, ich verstehe dich. Ich kann es nachvollziehen. Ich habe damals, als ich im Vertrieb gearbeitet habe, ich habe geackert, ich habe die Calls gemacht, ich habe mir die ganzen YouTube-Tipps reingezogen und habe gehört, ich muss einfach nur noch härter arbeiten, ich muss um 5 Uhr aufstehen, ich muss kalt duschen, ich muss noch mehr lesen, ich muss noch härter arbeiten, ich darf nicht faul sein. Ich habe all diese Tipps befolgt, aber ich war trotzdem von fünfstellig und vor allem auch von 30.000 im Monat weit weg. Weil sind wir mal ganz ehrlich, diese ganzen Tipps von arbeite einfach noch härter, du bist faul, du hast es noch nicht verdient, du musst noch mehr irgendwie leiden und noch mehr Energie reinstecken. Das hört sich alles plausibel an. Du musst noch weniger schlafen, damit du noch erfolgreicher wirst. Das hört sich alles plausibel an, aber es gibt ein paar Faktoren, die dir niemand so straight sagt, die einfach elementar entscheidend dafür sind, ob du einfach einen gewissen Erfolg hast oder halt eben nicht. Weil dieses Ganze, noch mehr arbeiten und noch kälter duschen und noch mehr meditieren und noch mehr arbeiten und noch mehr Content sich reinziehen, all das ist vielleicht nicht immer die Lösung. Weil wenn du versuchst, einen Tunnel zu graben und du einfach hierhin willst, aber in diese Richtung gräbst und du arbeitest noch härter und du gräbst noch mehr, egal wie viel Energie du reinsteckst während des Grabens, wenn du hierhin gräbst, wirst du niemals an deinem Ziel ankommen. Und das, was ich damit sagen will, ist Folgendes. Und zwar, ich habe damals im Vertrieb viel Arbeit reingesteckt. Ich habe viel Energie reingesteckt und ich konnte auch einigermaßen gut davon leben. Ich konnte klar mir meine Flüge finanzieren. Ich bin auch schon damals ein bisschen unterwegs gewesen. Ich konnte ins Restaurant gehen. Aber ich habe so unfassbar viel Arbeit für dieses einigermaßen gut Leben, so unfassbar viel Arbeit da reingesteckt. Weil das Tool einfach das Falsche war. Weil ich einfach diesen fucking Tunnel in die falsche Richtung gegraben habe. Und die Frage, die du dir stellen solltest, ist vielleicht gar nicht, bin ich faul oder ist Geld verdient für alle anderen, nur nicht für mich? Warum schaffen es alle auf Instagram, aber ich nicht? Vielleicht sind das gar nicht die Fragen, die du dir stellen musst. Sondern vielleicht ist die Frage, in welche Richtung grabe ich denn meinen Tunnel? Und mit welchem Tool versuche ich, dieses Ziel zu erreichen? Weil ich habe damals dieselbe Energie reingesteckt, die ich zum Beispiel heute in mein Business reinstecke. Ich habe damals vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr Energie ins Business gesteckt als jetzt. Nur, ich verdiene halt jetzt das Zehnfache. Wahrscheinlich 20- oder 30-fache. Ich verdiene jetzt auf jeden Fall deutlich mehr mit derselben Arbeit bzw. mit weniger Arbeit, als ich es damals verdient habe. Und ich habe damals gleich hart bzw. noch härter gearbeitet und noch fester gegraben. Nur ich habe einfach in die falsche Richtung gegraben. Und der Grund dafür, dass ich in die falsche Richtung gegraben habe oder dass ich dieses Ziel nie erreicht habe oder dass ich damals so viel härter für das Geld arbeiten musste, was ich verdient habe, ist, dass ich einfach das falsche Geschäftsmodell habe. Wenn du ein Geschäftsmodell hast, wo du gedeckelt bist, wo du nicht mehr verdienen kannst, dann wird es unfassbar schwer, fünfstellige Monate zu verdienen oder 30.000 Umsatz zu machen. Das wird unfassbar schwer. Das bedeutet erstens, du brauchst das passende Geschäftsmodell. Ein Geschäftsmodell, was es dir erlaubt, ein gewisses Ziel zu erreichen. Zweitens, du brauchst eine richtige Schaufel, wenn wir es bei der Metapher Tunnel brauchen. Also du brauchst einfach die richtigen Werkzeuge, du brauchst die richtigen Skills. Wenn du jetzt ein paar hundert Euro auf dem Konto hast oder ein paar tausend, in meinen Augen solltest du nicht hingehen und dieses Geld irgendwie in Aktien investieren und dann 3% Rendite im Jahr machen, sondern schau, dass du dieses Geld in dich investierst, dass du eine bessere Schaufel bzw. bessere Skills hast, dass du fähiger bist, dass du mehr Erde pro Schaufelschub wegschaufeln kannst. Ich glaube, du weißt, was ich meine, dass du einfach, dass deine Zeit wertvoller ist und deine Zeit wird dann wertvoller, wenn du kompetenter bist. Das bedeutet, du brauchst erstens das richtige Geschäftsmodell, zweitens die richtigen Tools, die richtigen Fähigkeiten, du musst wissen, was du machst und drittens, das ist ein Aspekt, den ganz viele vergessen, ist das Thema Timing. Ich habe letztens einen TED-Talk gesehen und dieser TED-Talk heißt The Single Reason Why Startups Succeed. Könnt ihr euch mal anschauen, wir packen das hier in die Shownotes. Im Prinzip geht es in diesem kompletten TED-Talk einfach nur darum, wie unfassbar wichtig das perfekte Timing ist. Stell dir mal vor, ich fange jetzt ein neues Business an und ich verkaufe Fidget Spinner. Was glaubst du, wie viel Geld würde ich damit machen? Bisschen? Viel? Keine Ahnung. Ich denke, wir sind aber auf jeden Fall einer Meinung, hätte ich das Ganze um diesen ganzen Fidget Spinner Hype gestartet, hätte ich wahrscheinlich 100-mal mehr Geld gemacht. Genauso wie Covid-Testzentrums. Es gibt doch, das kennst du bestimmt, du hattest doch bestimmt irgendjemand aus der Gastro, irgendein Unternehmerkollege, der damals ein Testzentrum aufgemacht hat und die Leute, die haben einen Haufen Kohle verdient. Wenn ich das jetzt aufmache, ich würde wahrscheinlich nicht mal einen Bruchteil davon verdienen. Und genau das ist, was ich meine. Timing ist unfassbar wichtig, wenn du einfach viel Kohle verdienen möchtest. Das bedeutet, nochmal wiederholt, hast du das richtige Geschäftsmodell? Hast du die richtigen Tools, Skills? Und was macht jetzt gerade Sinn? In welcher Zeit sind wir gerade? Was ist aktuell? Und das, was ich dir sagen kann, ist, dass zum Beispiel OnlyFans Management, das Geschäftsmodell, was ich selber betreibe, aktuell mehr am Boom als jemals zuvor ist. Das ist auch zum Beispiel der Grund, dass Kunden von uns einfach Energie reinstecken für teilweise
paar Wochen und einfach mehrere tausende Euros im Monat verdienen. Manche Kunden von uns machen teilweise mehrere tausende Euros am Tag. Und das alles, weil sie einfach das richtige Geschäftsmodell haben. Also ein Geschäftsmodell, wo einfach gerade generell am Wachsen ist. Ein Markt, der generell gerade am Wachsen ist. Sie von uns die richtigen Tools bekommen und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und deswegen verdienen unsere Kunden einen Haufen Kohle und deswegen verdienen wir natürlich auch einen Haufen Kohle. Weil diese drei Faktoren auf einmal, das ist halt einfach das Nonplusultra, wenn du einen Haufen Geld verdienen möchtest. Und ja, ich weiß, es gibt also auch einige Leute, die sagen, ich will aber Business machen mit meinem Herzensprojekt, mit etwas, was aus meinem Herzen spricht und mit meiner Passion will ich Geld verdienen. Wenn du das machen willst, dann mach das gerne. Aber wenn du einen Haufen Kohle verdienen willst, wenn du einfach nur sagst, ich will ein Geschäftsmodell haben, was geil ist, was simpel ist, mit dem ich rich as fuck werden kann, dann zeig mir bitte ein besseres Geschäftsmodell als OnlyFans Management in 2024. Und wenn du eins findest, dann bin ich ein Dummkopf, weil ich habe echt lange nach einem geilen Geschäftsmodell, nach so einer großen Chance wie diese hier gesucht. Wenn du wissen möchtest, wie OnlyFans Management konkret funktioniert, dann schau dir gerne dieses Video hier an. Wir haben auf unserem YouTube-Video mehrere Videos, alles rund ums Thema OnlyFans Management, weil OnlyFans Management ist einfach ein Business, was unfassbar potent ist. Wenn du dich noch nicht damit gut auskennst, dann schau dir alle Videos an. Wenn du dich schon auskennst, wenn du uns schon länger auf YouTube verfolgst, dann klick mal auf den Link unter dem Video. Wir können dir dabei helfen, deine Agentur aufzubauen und trag dich zum kostenlosen Erstgespräch ein. Nochmal, Link ist unter dem Video. Tragt euch ein und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Mal.